Hallo Leute und willkommen zurück zu Blood Omen 2. Wir hatten den ganzen letzten Part damals ja geschafft, von da ganz unten. Na, kann man jetzt gerade leider nicht so gut zeigen, hier ganz hoch zu kommen. Ne? Ja, wollen wir mal weitergehen, ne? Wir sind ja immer noch auf der Suche nach den Erbauer des komischen Mechanismus, der uns halt helfen soll, diesen Mechanismus da zu zerstören. Und schlagen uns halt hier durchs Gefängnis durch. Auf der Suche nach seiner Gefängniszelle. Ne? Diesen komischen Lachen andauernd. Das mal so ziemlich gar nicht auf die Nerven geht. Ja. Na. Fall dann runter, Mädchen. Jung. Mädchen. Hä? So. Da haben wir eine drin. Da ist ein Schalter. Okay. Also bis jetzt dieses, also wenn er das mal so hört, bis jetzt andauert nur Frauen irgendwie. Oh, noch kein Kerl irgendwie so von der Stimme her. Hier im Gefängnis. Okay. Ah, guck mal an. Wenn wir jetzt einfach weitergegangen, hätten wir diese Kiste nicht gekriegt. Ja, und so von der Lebensenergie her bin ich eigentlich schon so ziemlich auf einem guten Stand, also wenn man das so sieht. Also viel fehlt da jetzt eigentlich auch nicht mehr, ne? Ich glaube, der kann wirklich bis maximal unten zum Rand des Bildschirms gehen. Und das war's dann aber. Ja. Und dann geht es aufmachen. Ja, aber wenn man es so sieht, ne, wie erlösen sie eigentlich hier von den ewigen Qualen, ne? Ja, natürlich. Nicht mein Berserker aufgeladen. Ja, so viel dazu. Ganz vergessen, dass die ab und zu mal unsichtbar wären. Ja, die haben auch sowas, so eine, sowas wie irgendwie in so einem Berserker-Modus. Ja. Das ist ja eben. Ja, aber dafür geben sie ziemlich viel Energie zurück. Ja, ja, du Kicher da. Die kriegen wir früher oder später, kriegen wir die auch. Und schon wieder eine verschlossene Tür. Aber kein Problem für uns. Wir haben ja die Telekinese. Womit wir solche Schlösser öffnen können. Ein riesig offener Raum. Na, kommt doch sowieso gleich wieder was. Ja, ihr kennt es ja. Speicherstand. Ja. Bevor mir das Spiel wieder abstürzt. Nee. So, aber erstmal wieder umgucken hier. Wegen Kisten. Nee. Und schon wieder so einer.
der schon wieder gegen uns kämpfen will. Ja, und da ist natürlich wieder die größte Schwäche eines Vampirs, ne? Wasser. Und für unseren Sprung reicht es nicht aus, wenn ich mich richtig erinnere. So, jetzt darf ich mich aber mal auf der anderen Seite umgucken, oder? So, immer gut, und da ist boah nix. Naja. Aber da sehen wir halt schon was auf der anderen Seite. No. Ach ja, aber dafür geht halt das Tor zu. Na, wie ich schon gesagt habe, ziemlich viel mehr Zeitspielerei und so weiter. Habt ihr hier gesehen, die Zeit ist jetzt mehr oder weniger rückwärts gelaufen. Ja. Ach ja. Jo, jetzt bin ich am Überlegen. Ich meine, man musste das Ding jetzt nochmal aktivieren. Diese komische Zeitgedöns da. Nachdem man halt die Kiste da weggemacht hat. Also mit öffnen sich dann halt die Türen. Jo, mehr war hier nicht, ne? Ich meine, da kommt man halt gar nicht rauf. Naja, dann gehen wir mal weiter. Wieder ein Speicherpunkt. Checkpoint, ja. Na, 50%, über 50% haben wir jetzt schon. Ja, wie gesagt, wir kommen eigentlich ziemlich gut durch. Paschiertes Fleisch, frisches Fleisch. Wo ist mein Fleisch? Blutliefendes, frisches Fleisch. Da, da. Schluss damit, du weißt, dass du das nicht darfst. Zurück, zurück. Gib mir Fleisch. 1400 Unze pro Tag. Und es soll frisch sein. Auf zwei Beinen. Oder in diesem Fall auf vier. Nein, ich hatte meine Ration. 1400 Unzen oder 20 Stones. Du darfst gehen. Ja, das ist auch unser nächster Gegner. Von dem wir unsere letzte Fertigkeit kriegen. Jetzt bin ich halt am Überlegen, ob man den überhaupt besiegen konnte. Alter!
Ja, ich meine jedenfalls, den konnte man jetzt halt noch nicht besiegen. Riecht mal, jetzt mittlerweile schon der dritte Berserker. Der ist immer noch nicht platt. Muss mal zusehen. Ah, Mann, ich will die nicht. Verpiss dich. Ach, Mann. Jetzt bin ich halt immer liegen. Wie könnte man den denn jetzt besiegen, Mann? Ja, weil wie ihr seht, ich kann draufkloppen, draufkloppen. Da passiert nichts. Jeder, auch jeder stärkste, allerstärkste Gegner wäre jetzt schon platt. Wir müssen erstmal weiter. Ja, kann ich leider nichts gegen machen. Und die Aussaugung kann ich auch nicht. Ja. Ja, Wasser ist halt auch sein Schwachpunkt. Na, aber es besiegt ihn leider nicht ganz. Das Wasser. Jetzt können wir uns auch die Klamotten da hinten wieder endlich holen. Ja, aber das Wasser besiegt ihn nicht ganz, ne? Ja. Aber da könnt ihr mal sehen, wie stark der ist. Der nimmt es mal eben so mit diesen Viechern, zwei dieser Viecher hier auf, ne? Ja, der gibt uns auch unsere letzte Fertigkeit. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, was das war. Schnüfft weiter. Der lebt noch. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Okay. Müssen natürlich erstmal das Ding hier aktivieren wieder, damit die Plattform wieder runterkommt. Dann müssen wir halt mit der Plattform wieder hochfahren. Jo. Ja, aber den haben wir nicht zuletzt das letzte Mal gesehen. Jo. Da ist zu. Da ist zu. Da ist zu. Erfahrungstruhe. Dann geht's auch weiter. Puh, dann wollen wir mal weitergehen, ne? Ja, aber ich kann euch wirklich garantieren, ihr hättet jetzt wirklich so dermaßen lange halt drauf prügeln können, ne? Ihr hättet ihn halt nicht lang gekriegt. Ja.
Ah, nun geh doch eigentlich kaputt, Mann. Jetzt aber. Ja. Das finde ich auch. Oh mein Gott, hier. Ja. Nein, ich wollte die Waffe aufnehmen. Sogar gleich den Waffenschaden. Okay. Jo, aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Okay. Ja, was da passiert, das sehen wir im nächsten Part. Ja, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.